Gebet vor dem gnadenwürdigen Tür. Mit heiliger Ehrfurcht erfüllt knie ich mich vor dein Gnadenbild hin, blutige Tränen weinende, mit Gnaden glänzende Jungfrau Maria. Meine Augen füllen sich mit Tränen, wenn ich über das damalige Leiden der Kirche und über deine Gläubigen nachdenke, weswegen du, unsere barmherzige Mutter, an diesem heiligen Gnadenort 3 Stunden lang blutige Tränen vergossen hast. O Maria, wende deine Augen voller Tränen der Kirche deines heiligen Sohnes auch heute zu. Hab Mitleid, hab Erbarmen auch mit mir und schenke mir die Gnade, dass mein Herz vom heiligen Eifer entflammt wird, damit ich meine Sünden vollkommen bereue, mein Leben bessere und deinen heiligen Sohn innig liebe. Gib mir ein liebeglühendes Herz für den Herrn. Meine Kummertränen vereine bitte mit deinen blutigen Tränen und bringe sie als Sühneopfer dar, damit ich Barmherzigkeit bei deinem heiligen Sohn, Jesus Christus, erlange. Jungfrau Maria, die du in den Himmel aufgenommen bist, bitte für uns. Königin der Barmherzigkeit, die du für uns blutige Tränen vergossen hast, bitte für uns. Amen. Brüder, wenn ich die Sprache der Menschen und der Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich die Gabe der Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Wissenschaft, und wenn ich eine Glaubensgebenskraft hätte, dass ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe zur Speisung der Armen austeite und meinen Leib zum Verbrennen hingebe, hätte aber die Liebe nicht, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist gütig, die Liebe beneidet nicht, handelt nicht prahlerisch, bläht sich nicht auf. Sie ist nicht ehrgeizig, nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht erbittern, sie denkt nicht Arges. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern hat Freude an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Die Liebe hört nie auf. Doch Weissagungen vergehen, Sprachen nehmen ein Ende und Wissenschaft hört auf. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise,
Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.